Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 1. Wir wollen heute in die Geisterwelt gehen, aber vorher möchte ich gern meine Estus noch ein bisschen upgraden, mein Sunny D, denn wir haben noch eine Feuerhüterin-Seele und die möchten wir natürlich investieren. So, und jetzt, da das getan ist, auf geht's zur Geisterwelt. Da ist nämlich Spaß am Abgehen, an der Tagesordnung, sage ich mal. Ganz viel Spaß mit Geistern. Mein Speer verschwindet in der Wand. Ihr seht es, die Geister fangen schon an, ihren Fluch auf uns zu wirken. Und hier sind wir auch hingegangen, ganz am Anfang des Spiels, in der allerersten Folge, wo wir uns schon eine Feuerhüterin-Seele geholt haben, obwohl wir da noch gar nicht hin durften, aber das war mir egal. Denn ich bin krass. Und jetzt sind wir wieder hier. Und dieses Mal haben wir aber etwas mitgebracht, und zwar den Wanderfluch. Damit können wir jetzt nämlich gegen Geister kämpfen. Genau, und solange wir diesen silbernen Schein haben, können die Geister uns angreifen und wir die Geister. Und was uns das bringt, seht ihr gleich. Nope. Die sind nämlich gar nicht mal krass, die Geister. Die kennen durch Wände durch und so, klar. Aber die halten halt nichts aus. Das sind mega die Noobs, Leute. Ich sag's euch, das sind mega die Noobs. Man muss halt nur aufpassen, dass die einen nicht überraschen. Das könnte unangenehm werden, sage ich mal. Und das machen die ganz gerne. Da kommt er aus dem Boden geflogen und kriegt ein Speer in sein Gesicht. Was ist hier? Nichts. Hä? Excuse me, what? Wollte ich was sagen. Was soll das denn? Okay, hier runterfallen möchte man wahrscheinlich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Guck mal, das ist doch... Ja, Classic. A Classic Ambush. Vorrichtung bewegt sich nicht. Das ist natürlich schade. Hier ist doch auch Ambush ahead, oder? Natürlich. Ambush, aber sowas von ahead. Und die haben natürlich auch eine geile Reichweite. Bin ich nicht der Einzige mit der super Reichweite. Die Geister können das auch. Die sind mir in dem Punkt vielleicht sogar ein bisschen überlegen. Die können sich ja stretchen. Die droppen zum Glück auch die Teile, die sie selbst besiegen. Die Wanderflüche. Sonst wäre das hier etwas schwieriger. Okay. Bloodstains bedeuten meistens nichts Gutes. Und? Okay. Wahrscheinlich ist er einfach... Hat er einfach eine Horde Geister hinter sich gehabt. Das passiert. Shit happens. Was soll man tun? Kann man hier runter? Nee, ich glaube, das ist nicht besonders safe. Nee. Erstmal nicht. Erstmal lieber nicht runtergehen. Was steht da eigentlich? Achtung vor der Links. Ja, okay. Das ist nicht schlecht. Würde ich gerne bewerten. Ich weiß aber nicht wie. Okay. Weiter geht's in Spooky, Scary, Funky Ghost Town. Hello, Mr. Ghost. Die würde ich immer lieber anvisieren, damit man die auch trifft, zumindest mit dem Speer. Mit anderen Waffen ist das, glaube ich, relativ unwichtig. Oh, hallo! Ein Geist mit roten Augen, okay. Wanderfluch! Hey, was hat der Geist denn da? Warum hatte der rote Augen? Kannst du nicht ganz normale Augen haben, wie alle anderen auch? Also wirklich. Das ist ja ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Ein bisschen peinlich. So. Oh. Das sieht ja schon mal interessant aus. Was liegt denn hier Schönes? Excuse moi. Eine Soldatenseele. Okay, nett. Er kommt runtergeflogen, der Geist. Kommen Sie bitte runter von Ihrem hohen Geist. Komm mal her. What the fuck, was war das? Warum habe ich ihn nicht getroffen? Ich habe doch den Wanderfluch. Er wandert und er flucht. Das
ist das Leben eines Akatos. Kommen die jetzt alle mal zu mir oder chillen die da unten? Ich glaube, die chillen einfach da unten. Das ist okay. Lass die da unten chillen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich muss halt nur gucken, dass ich nicht irgendwie, Enchanté, Mademoiselle! Enchanté, würde ich sagen. Aua, 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 aua. Aua, aua, stop this. Das ist Madness. Also mindestens. No, don't spooky, spooky me. Was war das denn? Nee, no, au. That hurt my feelings. Oh mein Gott. Könnten diese Geister mich nur so verletzen? Ich bin verletzt und enttäuscht. Ein bisschen von beidem. Kawa. Bonzen. Au, shit. So, vielleicht gehen wir das nächste Mal einfach hier hoch. Wie wäre das? Ist doch auch noch einen Plan. Dann könnten wir einfach hier runtergehen und da wahrscheinlich das Ganze vermeiden, einfach darüber zu springen, oder? Wäre das nicht sinnvoll? Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Aua! Okay, vorsichtig, vorsichtig. Ja, ich habe mir hier ein paar Geister angelacht. Oh Gott! Also ein paar ist gut. Ein paar mehr als ein paar. Oh Gott. Alter, ich habe hier die ganze Fangemeinde. Nein, don't suck out my life. Okay, er macht es schon wieder. Sie machen es schon wieder. Ich möchte gern weg, ehrlich gesagt. Ich möchte gern... Oh Gott, ich bin eingekesselt. Nein. Come on. Oh Gott. Double Drink. Und Triple Kill. Oh mein Gott, was für ein Krampf. What the hell. Am besten wäre noch gewesen, wenn jetzt mein Ding ausgelaufen wäre. Aber. Kannst du das mal lassen? Oh Gott, ich falle hier fast runter. Ja, komm doch mal runter, der jetzt. Also wirklich. Kriegst du halt einen Feuerball ins Gesicht. Das funktioniert weniger gut, als ich dachte. Sind das eigentlich alles Frauen? Weil die hier so Brautschleier tragen, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Zumindest sieht das so aus. Okay, das war jetzt wirklich ein Krampf. Freunde, das war wirklich ein Krampf. Ich hoffe, das ist das beste Item aller Zeiten. Na gut. Eine grüne Scherbe. Naja. Well, well, well. Echt nicht das beste Item aller Zeiten, aber immerhin. Ein Item. So, was gibt's hier noch? Ambush ahead. Irgendwo. Oh, ja. Komm runter da. Komm doch runter da. Ich kann dich nicht treffen. Weil mein Dude nicht nach oben schlagen kann mit einem Speer. Offensichtlich. Weil mein Dude überhaupt nicht treffen kann, offensichtlich. Ist hinter mir noch einer? Wow. Ihr Geister seid echt kreativ. Ihr greift von zwei Seiten an. Das ist unglaublich. Eine gezackte Geisterklinge. Cool. Ja, wenn ich irgendwann mal Ruhe habe, dann kann ich das auch machen. Nein, warum habe ich denn so wenig Estes? Achso, weil ich so viel benutzt habe. Fluchbissring. Guck mal, wer da ist. Ey, Geist, du, Mano. Gibt's einen Grund, warum ich dich nicht treffen kann? Achso. Ja, den gibt es. Uiuiuiuiui. Beherrsch dich doch! Also bitte. Ja, es ist auf jeden Fall genau den richtigen Moment ausgelaufen, mein Fluch. Beziehungsweise mein Ding. Ohne dass ich wusste, was jetzt Phase ist. Das wurde mir ja gar nicht angezeigt. Keine Nachricht da. Von wegen, du bist nicht mehr in der Lage, Geister zu töten, lol. Na, no, nichts dergleichen. Schade eigentlich. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Das sieht doch sinnvoll aus, auf jeden Fall. Das sieht doch aus wie ein Turm. Und Türme sind zumeist sinnvoll.
Ach, guck mal, hier ist ein Aufzug. Ich glaube, das ist ein Shortcut. Vorrichtung bewegt sich nicht. Ja, fuck you. Was ist denn hier? Verschlossen. Ja, lol. Dann gib mir halt den Schlüssel. Vorrichtung bewegt sich nicht. Verschlossen. Du bist ein Idiot. Haha, lol. Das ist ja eher ungeil. Hallo. Hallo. Fake-Wand? Ne, Real-Wand. Aber das halt, Alter, das ist halt hier, richtig. Das ist ja schon ein bisschen geil. Kompositionsbogen. Und Pfeile. Da sind Drachen. Mit dem Bogen könnte ich die bestimmt piu-piu wegschießen. Geilomatico, aber um die kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Wir gehen erstmal wieder zurück. Beziehungsweise hoch, oder? Ja. Nein, zurück. Denn da gab es noch was, was ich mir noch angucken muss. Eine Kleinigkeit. Und solange die Geister hier tot sind, ist ja alles cool so. Erstmal nichts zu befürchten. Wieder zurück, weil da gab es noch eine Leiter, die ich ignoriert habe. Was ist eigentlich hier drin? Hallo? Knochen. Hallo. Hier, die schreit auch nur. Oha. Natürlich wurde ich von. Natürlich werde ich von hinten angegriffen. Ein Geist kommt selten allein. Geist allein zu Haus. Fallen mir nochmal Titel mit Geistern ein? Glaube nicht. Wo geht's denn überhaupt hier hoch? Aua. Hier ist Geisterwerk am Werk. Okay, weißt du was? Weißt du was? Dann mach ich dich halt kalt. Komm her, du Geist. Bitch. I will kill you. Komm her. Komm doch runter jetzt. Komm runter jetzt. Komm doch runter jetzt. Zum, wenn du so weit hochfliegst, dann kann ich dich auch nicht töten. Dann brauchst du dich auch nicht wundern, warum du hier ewig am Leben bist. Wenn du diese Feige nicht versteckst. Und noch zwei Estes, das ist nicht gut. Gezackte Geisterklinge, kann die denn irgendwas? Ist die Frage, kann die gezackte Geisterklinge irgendwas? Ist wahrscheinlich einfach so ein Deutsch, ne? Brrrt. Gezackte Geisterklinge, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Hier, guck mal. Auf Stärke und sonst gar kein Scaling, wow. Wahrscheinlich die schlechteste Waffe im Spiel, könnte ich vermuten. Möchte ich eher abwählen, würde ich sagen. Möchte ich eher abwählen. So, wie kommen wir denn hier raus? Bei ihm! Hello! You're a friend! Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Yay! The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal. Yes. And open the floodgates. Yes. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Das haben wir ja schon. Deswegen haben wir ja gegen Sif gekämpft und haben von ihm einen Ring bekommen. Hello there. What is it? The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. Dann verkaufen wir nochmal geilen Shit. Fluch brechen lassen. Du bist nicht verflucht. Ja, offensichtlich nicht. Wanderflüche hat er noch mehr und Fluchabwehr. Ein Zauber und sonst hat er auch nichts Geiles. Ja gut, dann nicht. Hast du noch was Geiles zu sagen? Wir wollen ja hier alle Lore-Informationen mitnehmen, die wir kriegen können. The key. Hast du noch was zu sagen? New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words. The Dark Wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. New Londo, mark my word.
Ja. Mark my word. Mark something, I guess. Okay, cool. Dann haben wir den auch freigeschalten. Ich dachte, der verkauft noch richtig geilen Stuff, aber offensichtlich eher nicht so. Schade. Na gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Schlüssel zu dem Schleusentor. Und wir gehen da, denke ich mal, auch direkt hin, weil ich glaube, dass das ein Shortcut ist. Und Shortcuts sind ja hier sehr gern gesehen. Gerade in dieser Geisterwelt. Und wo sind eigentlich die Ghostbusters, wenn man sie mal braucht? Ganz ehrlich, wo sind die verfickten Ghostbusters, wenn man sie einfach mal braucht? Gelobt sei die Sonne. Ja, aber nicht, wenn die Vorrichtung sich nicht bewegt. Siegelschlüssel benutzt und am Rad gedrückt. Oh yeah, am Rad drehen kann er. Neulondo wurde freigelegt. Und die Drachen scheint das nicht so besonders gestört zu haben, glaube ich. Heißt es, so eine riesige Flutwelle an Wasser. Die Drachen stehen einfach, jo. Schöner Tag, Frank. Jo, Joe. Schöner Tag. Was, Wasser? Ja. Auch mal duschen ist auch mal gut, ne? Ja, Frank. Frank? Frank, duschen? Ja, Joe, duschen. Okay, cool. Ja, geil. Super. Dann ist das Wasser jetzt weg. Kann ich den Hebel jetzt bedienen? Yes! God in the heavens! Endlich! Und jetzt kann ich das wahrscheinlich als Shortcut benutzen, oder? Wo fährst du denn überhaupt hin? Fährst du nach unten? Ja. Natürlich, fährt er nach unten. Hat mir eine Frage, der ist doch von unten gekommen. Aber ist das hier auch... Ach nee, hier komme ich dahin. Ja, ungeil eigentlich. Kann ich diesen Berg mitklettern? Hey. Hello! Das ist ein sogenannter Dark Wraith. Ein Dark Wraith. Oh oh. Ja, die Teile kennt man aus Dark Souls 3, Freunde. Die Teile kann man aus Dark Souls 3. Beziehungsweise eigentlich sollte man sie aus Dark Souls 1 kennen, weil hier ist das Original her. Come on. I parry you to death! Okay, oder auch nicht. Da will er mich kicken, der Koalleine. Da will er mich kicken. Aha! Don't underestimate me. And you are dead. Jetzt könnte ich natürlich da zum Leuchtfeuer gehen. Und das mache ich vielleicht auch einfach mal. Hallo, Mr. Dragon. Hey, na? Excuse me. Ich möchte eigentlich immer nur vorbei. Ah, was dann? A-U-A-U-I-U-I-A-A. Drachen sind so schmerzhaft. Ja, nee, ich gehe da mal. Nö, nee, also, das ist ja eher nicht so meins. Ich möchte mal eventuell hier hoch. Hier gab es ein Leuchtfeuer. Das ist schön. Tschüss. Ja, hier gab es tatsächlich ein Leuchtfeuer, was sehr praktisch ist, da ich hier einen Shortcut habe, der vielleicht gar nicht so gedacht war. Zumindest nicht so, wie ich ihn benutzen werde. Genau, und hier ist nämlich diese Höhle. Eine altbekannte Höhle, eine alte Freundin, möchte ich fast sagen. Diese Höhle, wo wir ja, alles machen können. Waffen verstärken. Kann ich denn hier mein Dings verstärken? Mein Speer? Ein Lagerfeuer. Weißt du, ich brauche einfach keine Schmiede. Ich mache das einfach selbst. Nee, kann ich aber auch nicht. Ich kann man den auch nur bis 5 verstärken und dann geht das irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie das hier funktioniert. I don't know. I love it. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir haben ja immer noch, wir haben ja immer noch nicht alles erreicht hier, muss man sagen. Wir haben aber noch nicht so viel erreicht. Wir müssen ja hier nochmal zurück. Da gab es doch bestimmt noch die eine oder andere Kleinigkeit, die uns da verborgen bleibt. Wir können ja mal gegen die Drachen kämpfen. Wir können mal gucken, was die Drachen so... Was die Drachen können, ja? Also ich bin ja der Meinung, die sind schwach. Das sind nur kleine Dudes, die hier auf die Kacke hauen. Aber in Wirklichkeit... Guck mal, guck sie an. Die haben gar nichts drauf. Okay, okay, die haben vielleicht doch ein bisschen was drauf. Hey, Mr. Drache. Mal einen Schluck trinken hier.
Okay, du hast viel Leben. Okay, du hast mir zu viel Leben. Ich bin weg. Tschüss. I'm going home. No. Get the fuck out of here. Ich hab keinen Bock auf diese Drachen. Diese Drachen sind sehr stark. Help. I don't wanna die. Okay. Geschafft, easy peasy. Nichts leichter als das. Scheiße, nur drei ist es. Ungeil. Wenn man das so nennen kann. Ich sage ungeil. Ja, aber wie dem auch sei, wir müssen ja trotzdem weitergehen. Ach ja, hier oben war ja das. Warum gehe ich hier oben hin? Das ist ja Quatsch gewesen. Es gibt nämlich noch eine kleine Leiter, die ich benutzen mag. Aber jetzt sind ja die ganzen Geister wieder da. Nein! Freunde, das hat doch alles keinen Sinn! Oh, ich lebe. Okay. Was gibt's denn hier unten? Pass auf, Schatz. Ach so, ja. Excusez-moi, ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich möchte einfach rennen. Oh shit, eine Sackgasse. Oh shit. Das war doof.